uns heißt sie eigentlich Fasnacht. So, Little Nightmares hatten wir durchgespielt und heute ist das DLC dran. Die Tiefen. Ich glaube, diesmal spielen wir einen Jungen und ja, mehr weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Ich versuch's wieder mit Gamepad. Ich schieb gerade mal die Maus aus dem Bild. Hallo Maisch. Das heißt, ich glaube, ich muss auf Kapitelauswahl. Moment. So. Und dort dann irgendwie das DLC auswählen. Ah, das hatten wir alles. Jetzt ist meine Maus links oben. Ist ja auch merkwürdig. So, das ist der kleine Junge. Dein Fortschritt im aktuellen Kapitel wird zurückgesetzt, bist du sicher? Ich hatte doch noch gar keinen Fortschritt. Ja. Haben es noch überhaupt nicht begonnen? Laut Stream sind wir jetzt schon 4 Leute, die Karnevas nicht feiern. Gut. Ich glaube, ich ändere gleich meinen Streamtitel in kein Karnevas. Das wäre auch gut. Oh, Moment. Aber jetzt geht's erstmal los. Oh nein, er schwimmt im tiefen, dunklen Ozean. Ist ja wie bei Subnautica. Ein Albtraum. Na toll. Was? Was? Es geht ja gut los. Ach, das ist einer dieser Betten. Hallo Ziegenkäse. Dich hatte ich heute auf meiner Pizza. Tät die nehmen? Ich muss erstmal, Moment, ich muss nochmal in die Steuerung eingucken. Tastatur, Grafik, Kontrolle. Steuerung. Direkt dran vorbeigesteuert an der Steuerung. Ach, greifen war rechts, rennen war X, Taschenlampe war B. Oh Gott, das, ja, das war das mit diesem Springen und Rennen mit A und X. Und das war Ducken und Rutschen. Oh Gott. Aber du hast noch keine Taschenlampe. Du hast kein Feuerzeug. Der kleine Junge hat kein Feuerzeug. Ziegenkäse auf Pizza. Ja, also so dünne Scheiben Ziegenkäse. Zusammen mit Gouda. Also selbstgemachte Pizza. Es ist so dunkel. Wie soll ich denn hier irgendwas machen? Ich höre was. Ja, wenn du in Hessen wohnst, hast du natürlich verloren. Bei uns in Mainz, an der Rheinseite, ist morgen natürlich generell frei. Ach, das ist der Kumpel wieder. Ich bin mal gespannt, was das DLC überhaupt noch zu bieten hat. Ich meine, genau genommen weiß man ja jetzt, wo man ist und gut, es gab so ein paar offene Fragen, aber ja, mal schauen, was wir hier noch so rausfinden. Ich höre Heulen von irgendwem. Könnt ihr das Spiel hören? Wenn nicht, muss es euch irgendwie laut machen. Ein Schiff? Das ist bestimmt das Schiff, wo wir drauf sind. Ziegenkäse probiert seine Emoticons aus. Ich trinke zwischendurch noch meinen Tee zu Ende. Als ich in Hessen zur Schule ging, war eigentlich auch frei. Liegt das vielleicht daran, dass die Uni nicht interessiert? Also zumindest hier in Rheinland-Pfalz ist auch Uni dann frei. Montags zumindest. Weiß gar nicht mehr, wie es dienstags war. Ich meine, Schule wäre sogar montags und dienstags frei gewesen. Erst auf Mittwoch ging es wieder weiter. Uni weiß ich jetzt gar nicht mehr. Yay, wieder vom Bett springen.
Ah, da kommt schon wieder so ein Ding angescheißert. Das Auge. Ich frage mich, ob wir oben lang gehen, ob das sozusagen parallel zu dem anderen spielt oder ob das jetzt unabhängig ist von der Hauptstory. Weil ich habe den Namen von dem Mädchen vergessen, als wir als Mädchen da unten lang gelaufen sind und das Auge da ausgelöst haben. Daran kann ich mich noch erinnern. Hallo, Emily. Na, da. Na. Halt dich fest. Du kannst auch an diese Türklinke dran. Kannst du mir doch jetzt nicht erzählen, dass du da nicht drankommst. Ich glaube, er will mir erzählen, dass er da nicht drankommt. Mich stört noch, dass wir keine Taschenlampe haben. Ja, sowohl in NRW als auch in Rheinland-Pfalz, in Mainz zumindest, ist das tatsächlich eine eigene Jahreszeit. Hallo Timo. Ich weiß nicht, ob wir heute DBD spielen. Momentan ist erstmal das DLC hier dran. Nur schon mal so vorab als Info. So, ich glaube, wir müssen jetzt den Weg genau in die gegensätzliche Richtung machen wie beim letzten Mal. Da steht jemand. Steht die links jemand? Ja, leider. Okay. Mit Rennen, mit X rennen, mit X rennen, mit X rennen, mit X. Hä? Wie komme ich denn da auch überhaupt? Sie hat eine Taschenlampe. Ist ja interessant. Ich will die Taschenlampe haben. Wie komme ich denn? Ach so, ich muss vielleicht hinter. Könnte das sein, dass ich nach hinten laufen muss, nicht zur Seite? Moment. Also, es bewegt sich ja nur bis zu diesem Pfeiler, aber leider nicht weiter. Deswegen kann ich nicht hinten dran. Gehen wir doch jetzt mal hier hin. Ja, und jetzt läuft sie weg. Und ich hoffe, dass ich ihre Taschenlampe kriege. Oh, ah, nein! Ich wusste nicht, da sind die. Auf einmal geht's in die Ecke. Pff, toll. Kein Risiko eingehen, wir warten noch mal ab. Was mache ich denn dann, wenn das dann ganz links geht? Bin ich auf der anderen Seite von diesem Container hier sicher? Ja. Und laufen, 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 laufen. So, die erste Hürde haben wir geschafft. Ich nehme einen Klotz mit. Darf ich den überhaupt mitnehmen? Scheinbar nicht. Jetzt sind wir wieder im Kinderzimmer, im Spielzimmer, was auch immer. Ich will aber echt mal, aber das ist anscheinend jetzt die Herausforderung vom DLC, dass wir kein Licht haben, oder? Von wegen, du kennst es ja schon. Brauchst kein Licht. Da war die Wippe. Aber wir kommen da auch so einfach rüber. Toilettenpapier. Hat was Limbo-eskes. Ja, genau.
Damit kann man es sehr gut vergleichen. Was war das Dings? Was? Hä? Hey. So steht da oben eine Flasche. Die stand da vorher nicht. Nein, warum bist du nicht hochgegangen? Ich muss ich diesmal Flaschen kaputt machen oder sowas? Okay, hoch. Festhalten und hochklettern. Kannst du das nehmen? Da ist wieder so ein Auge drauf. Oh, Tatsache. Macht er aber nicht kaputt, er greift rein. Eine Schriftrolle. Flaschenpost. Moment, meine linke Hand war beschäftigt mit Trinken. Sehr gut. So, und jetzt, das heißt, wir müssen diesmal Flaschenpost sammeln. So wie wir das letzte Mal die Frauenstatuen kaputt gemacht haben. Quietsch. Musste erst ein Subnautica-Video zu Ende schauen. Hallöchen, Gase. Das sei dir verziehen, gerade so. Okay, ich verfolge sie. Nein! Du nicht. Ich dachte, er hält sich fest. Er hält sich nicht von alleine fest. Halt. Tür? Was? Kann man da eigentlich? Aber der Hebel bringt denn diesmal nichts. Ich verfolge sie tot. Jetzt sehen wir auch, wie sie da das Seil festigt. Ich hatte das letzte Mal, habe ich nur irgendwas sich bewegen sehen und das war nur das Seil, aber irgendwie sah das gruselig aus. So, jetzt bitte greift das. Subnautica Speedrun in 1 Stunde 4 Minuten. Was hat man davon aus, dass man sich den Spielspaß nimmt? Das gilt für die meisten Speedruns, oder? Oder geht es nicht um Spielspaß, sondern nur so, guck mal, was ich kann. Würde ich mal behaupten. Aber gerade bei sowas wie Subnautica ist es natürlich total dämlich, finde ich. Da hat man ja wirklich nichts von, ja. Es ist ja noch nicht mal wirklich eine Leistung. Du musst ja nur nachgucken, wo sind die Teile, die ich brauche, und fährst da halt hin. Ja, Wahnsinn. Da gibt es Spiele, da sind Speedruns wenigstens anspruchsvoll. Wenn auch trotzdem irgendwie ein bisschen sinnbefreit. Außer man steht auf Leistung, Leistung, Leistung. Waren Spiele nicht mal zum Spaß da? Okay, da komme ich auf keinen Fall rein. Dann müssen wir wohl hier runterspringen. Au, au, au. Das tut weh. E-Wasser, nicht gut. Ich habe schlechte Erinnerungen an Wasser. Das lassen wir erstmal stehen. Ich brauche etwas, um hochzuklettern. Nö, du hast wahrscheinlich nicht viel verpasst. Wir haben nochmal das Mädchen gesehen, das vorhin die Taschenlampe hatte. Und jetzt sind wir hier in so einem Wasserding. Ich
Ich versuche jetzt, den Koffer hier rüber zu ziehen. Dann lieber bei Elo, die baut zu jedem Fisch erstmal ein Persönlichkeitsverhältnis auf. Ja! Was ist das? Ja, genau. Es geht mir um die Leistung dann. Die meisten Leute, die Speedruns machen, haben ja wahrscheinlich auch vorher schon mal das Spiel normal durchgespielt. Ja, ich dachte mir doch, dass wir die Taschenlampe kriegen. So, aber ist die Frage dann, was ist dann mit dem Mädchen passiert? Das ist so der Nachteil an der Sache. Oh Gott, oh, das Geräusch hat mich jetzt irgendwie erschreckt. Ups, dagegen gelaufen. Dagegen gelaufen. Das mache ich gut. Gegenlaufen kann ich schon mal. Nein, nein. Oh, ekelhaft. Diese Würmer. Ich habe endlich wieder kurze Haare. Oder eher gesagt, einen Undercut mit Zopf. Schön. Ich mag auch kurze Haare. Also momentan habe ich sie selbst wieder etwas länger, aber... Also das heißt etwas länger. Mittellang, mindestens. Aber generell mag ich auch sehr gerne kurze Frisuren. Wo muss ich denn hin? Ich dachte, ich muss vielleicht zum Gitter, aber das ist problematisch. Wieso kommt mir das Setting so bekannt vor? Ja, das ist das Little Nightmares. Das Hauptspiel haben wir durch und das ist das DLC. Steht übrigens auch im Titel des Streams. DLC, die Tiefen. Hätte es hier irgendwie noch einen anderen Weg gegeben. Nein, falsch rum. Springen nicht, nein. Ah. Okay, ich muss mich darauf konzentrieren. Ich darf den Chat nicht lesen, weil ich zu blöd zum Rennen und Chat lesen bin. Und springen. Und rennen und rennen und rennen und rennen. Und dann habe ich keine Ahnung, wie ich durch dieses... an das Gitter daran komme. So, ah, komm, geh hoch, geh hoch. Haha. Das klingt nicht gut. Titel, pff. Ich lese nur Elo-Stream und als Fanboy klicke ich dann drauf los. Haare bis zur Hüfte. Hatte ich das letzte Mal als Kind. Also... wirklich das allerletzte Mal als Kind. Also als ich noch jünger war als 10 und dann nie wieder. Ich finde das allein auch so, bis du dann die Haare trocken hast nach dem Waschen und so. Total ätzend. Ich liebe es gerade im Sommer, wenn du einfach halt nicht föhnen musst oder so und die Haare möglichst schnell von selbst trocknen. Nein, Ekelwasser, 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 Ekelwasser. Kann ich direkt darüber? Noch scheinen wir nicht angegriffen zu werden. Vielleicht war das jetzt nur das Schuhmonster beim letzten Mal. Hier sind keine Schuhe, deswegen sind wir sicher im Wasser. Das ist voll logisch. Ja, bei mir trocknet es auch nur im Sommer. Ansonsten im Winter muss ich, egal wie kurz, also ich hatte es jetzt noch nie mega kurz, also ich sag jetzt mal jungenfrisurmäßig oder männerfrisurmäßig, sondern schon noch ein bisschen Haare. Dauert es im Winter bei mir auch sehr lange, bis es trocknet. Nee, ziehen, ziehen, okay. Hallo, Arnold.
ist ja schon wieder tiefes Wasser. Oh nein, okay, ich hab's befürchtet, es doch. Da ist wieder so ein Seemonster-Gedöns. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Da, 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 da. Ei, ei, ei. Ich mag die Dinger überhaupt nicht. Ich frage mich, ob ich schon so eine Flasche übersehen habe. Oder ob ich noch eine Chance habe, ein Achievement zu bekommen. Ein Barsch. Ja, es wird bestimmt ein Barsch sein. Ein Barsch, der Kinder frisst. Jungenfrisur. Ja, ich wusste, es kommt jetzt. Sexistisch. Kurze Haare. Ja, ich weiß nicht, wie man es sonst beschreiben soll, wenn man halt wirklich so ganz, ganz kurz macht. Also sagen wir mal 2 Zentimeter lang oder so. Yay, ich drehe mich im Kreis. Ich bin ein Leuchtturm. Das Problem ist eher, was mache ich denn jetzt hier? Weil wie definiert man kurze Haare? Also bei Frauen ist ja kurz schon. Es gibt ja lang, mittellang und kurz, aber zwischen mittellang und ganz kurz gibt es ja verschiedene Stufen, sag ich mal. Der Junge hat ja im Prinzip auch kurze Haare, oder würdest du das mit mittellang bezeichnen? Aber viel länger waren meine bis vor kurzem auch nicht. Also verstehst du das Problem, warum ich sage Jungenfrisur und, und ganz kurz und sowas, um das irgendwie zu verdeutlichen, was ich meine? Ich weiß echt nicht, ich kann da runter. Meinst du, ich muss da runterspringen? Was meinst du? Also du jetzt, ne? Komm, wir springen runter, was soll's. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, okay, Wasser. Darf man eigentlich noch ungesteinigt Bubi oder Pagenkopf sagen? Ich weiß nicht, eigentlich. Ich meine, das kommt so aus den 40ern, oder? Als die Frauen das erstmal so ein bisschen kürzere Haare auch hatten. Bubikopf, ja. Wahrscheinlich nicht. Oder doch ein Viertel lang, wer weiß es schon. Dreiviertel kurz. 20er, ja. Entschuldigung, du hast recht. 20er. Was sage ich denn? Was mache ich denn jetzt hier unten? Außer Chat lesen und im Kreis rennen. Weil das ist ja irgendwie ekelhaft. Dann will ich auch gar nicht zu nahe kommen. Muss ich die vielleicht ärgern, dass ich dann da reinkriechen kann? Ach toll, ich glaube schon. Okay, wir nehmen jetzt so eine Dose und werfen das dagegen. Ja, toll. Ganz toll. Jetzt muss ich sie abhängen und dann... Nein, nicht da. Das wollte ich ja. Ich drücke meistens die ganze Zeit benutzen, dass wenn ich irgendwo hochspringe, halt sofort, dass er sofort zugreift und sich festhält. Und das Problem ist aber, wenn das auf dem Boden liegt, nehme ich das dann auch direkt in die Hand. Das war blöd. Okay, wir müssen die irgendwie abhängen dann. Die Frage, ob ich nochmal hochkomme. Und dann irgendwie wieder runterspringen. Nein! Das darf man auch nicht machen. Chat lesen und im Kreis rennen klingt doch nach einem gelungenen Sonntag. Ja. Flippen ja gerade aus, weil jemand traditionsgemäß eine Mohrenapotheke weiterführt. Ja, man muss halt immer gucken, wo will ich einfach nur irgendwie vielleicht Geschichte erhalten und wo ist es wirklich nötig, das jetzt den Namen noch benutzen zu müssen, also ich meine, man muss sich jetzt nicht mega deswegen aufregen, finde ich, man kann nur halt drüber diskutieren, überlegen, ob es halt, man es nicht einfach umbenennen sollte, Punkt, aus, Ende. Ja.
ich muss im Kreis rennen. Nein, einer. Och Mann, das ist doch jetzt unfair, dass da ein Nachzügler, ein blöder Nachzügler. Weißt du, so der letzte im Sportunterricht, das war übrigens immer ich, hängt da noch hinterher. Und toll. Deine Haare sind wie bei von dem Typ aus Vikings. Ja, bei Vikings haben sie ja alle so Undercut und sowas, ne? Aber da haben sie doch gerade auch viel lange Haare. Lang und mit Bart. So unsportlich oder kein Bock? Beides. Sagen wir so, ich hatte schon immer Probleme mit Kondition. Also ich kann zum Beispiel, ich war ganz gut in Kurzstrecken, also relativ schnell. Und ich war zum Beispiel im Schwimmunterricht auch sehr gut. Also ich kann ziemlich gut schwimmen. Also mittlerweile auch nicht mehr so gut wahrscheinlich, weil außer Übung. Aber ansonsten hatte ich schon ein Konditionsproblem. Das heißt, wenn es jetzt hieß, hier, keine Ahnung, 800 Meter laufen, dann so, oh nee, danke. Schaffe ich nicht, ist mir zu anstrengend. 50 Meter Sprint, okay, ja, machen wir. 800 Meter, nee, danke. Hatte der nicht eine Klatze? Die Haare haben sich pro Staffel immer mal so ein bisschen geändert. Moment, ist das, nee, ist kein Durchgang. So, und jetzt? Falle ich jetzt irgendwo runter? Aber ich habe keine andere Wahl. Wie immer mal ins Wasser, okay. Zum Gitter, zum Gitter. Du trägst eine Vin-Diesel-Frisur. Was? Ist das nicht auch Glatze? Ich bin zu schwach. Tatsächlich zu schwach. Bin vor ein paar Jahren mal in Münster den Staffelmarathon mitgelaufen. Jeder 10 bis 11 Kilometer. Ich würde nicht mal 1 Kilometer schaffen. Ich habe auch noch nie so diese Faszination mit Joggen und Langstrecken laufen, verstanden. Mein Vater ist ja auch so jemand, der hat auch mal Halbmarathon gemacht und so. Und für mich war das mehr so, oh ne, ist mir zu anstrengend. Ich habe einfach keine Kondition. Ich hatte sie nie, als ich noch regelmäßig Sport gemacht habe, dann werde ich sie auch wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Jetzt, wo ich keinen Sport mehr mache, habe ich sie erst recht nicht mehr. Ich übersehe irgendetwas. Wir haben mal wieder Klopapier, das finde ich ganz toll, aber davon abgesehen. Ich kann es ins Klo werfen. Nasses Klopapier, da freut sich doch jeder drüber. Halbmarathon willst du mal angehen? Ja, dann viel Erfolg. Ich meine, wenn man das schafft, ist das bestimmt eine schöne Leistung, auf die man stolz sein kann. Aber für mich wäre es absolut nichts. Wir können bestimmt den Hebel mit dem Klopapier bewegen. Ich muss ihn noch einfach andersrum drücken. Ah, ich bin ja schon clever. Ne. Beweg dich. Meine Frisur ist einfach nur verwuschelt. Das, oh, das, die Beschreibung würde auf Georgs Frisur auch passen. Nein, ich muss da nennen. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich kann das mal ins Klo werfen. Also ich kann. Ich habe es zumindest nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt kann. Ich habe Locken, da kann man nicht mehr viel machen. Okay, das müsste doch jetzt. Ja, das reicht. Und jetzt. Aha. Jetzt bekommen wir mehr Wasser. Das ist, will ich das?
Mein Gamepad vibriert. Ordentlich. Du könntest sie glätten. Wieso habe ich jetzt... Ich meine, was habe ich denn jetzt davon? Hä? Ich kann in dem Spiel auch nicht tauchen. Also, ich dachte, vielleicht kommen wir da besser irgendwo rechts irgendwo ran dann, aber... Ich kann nicht tauchen. Zumindest wüsste ich nicht, wie. Klopapier ins Wasser. Das wird die, das Rätsels Lösung sein. Müsste das nicht schwimmen? Wenigstens so für einen Moment. Sehr hartes Klopapier. Und jetzt? Ich will gar nicht wissen, wie oft ich und jetzt in diesem Spiel sage. Hä? Du gehst lieber... echt lieber zum Zahnarzt und Friseur. Tauschen wir? Ich mach beides nicht gern, aber... Wenn ich die Wahl hätte? Hm. Komisch. Ich drücke gerade alles Mögliche. So, die Kamera habe ich fast vergessen, dass die auch noch gibt. Ich bitte um eine kurze Gedenkminute für unseren Freund, das Klopapier. Ich werde jetzt einfach den Hebel wieder zurückstellen. Vielleicht hat sich ja dadurch irgendwas jetzt geöffnet oder so. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Oder ach so, Moment. Hahaha, ha, ha, ha. Nur auf die Hälfte? Warte! Nein, stopp! Ah, ah, Timing! Ah. Also, ja, genau, ich muss da rechts hin, aber das Wasser geht ein bisschen zu schnell. Ich dachte, wenn ich den Hebel auf die Mitte stelle, dass vielleicht das Wasser nicht ganz abgepumpt wird. Falsch gedacht. Also erstmal da volllaufen lassen. Und jetzt. Nein! Lauf, 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 lauf. Komm. Rüber, rüber, rüber. Ja, sehr schön. Achso, jetzt bleibt es auf einmal auf dem. Das Wasser verarscht mich. Da ist eine Flasche, da ist eine Flasche. Wie komme ich denn da rein? Oh Mann, ich komme dann. Willst du tauchen? Wieso kannst du eigentlich nicht tauchen? Was bist du denn für ein Junge? Wie soll man denn an die Flasche rankommen? Ich werde nie ein Achievement bekommen in diesem Spiel. Schon damals bei Limbo nicht geschafft, alles zu finden, was man finden kann. Obwohl, ich glaube, ich hatte fast alles. Diesmal haben wir das gar nicht mit den Kerzen und den Speicherpunkten. Ich meine, das Spiel speichert auch so, aber ich vermisse das fast ein bisschen. Was habt ihr denn für... Vielleicht braucht ihr einen männlichen Friseur, wenn euch die Dame zu sehr vollquatscht und das Klimpelkram ums Handgelenk nervt. Ich weiß, dass mein Vater hatte immer einen männlichen Friseur. Mit dem hat er sich aber auch gerne unterhalten. Da ist was im Wasser, ich will da nicht rein. Ich habe Hände gesehen. Was ist denn mit der Kiste? Kann ich nur hoch?
Okay, mit. Ich wollte mit Anlauf oder auch nicht. Aha, Hilfe, 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 Hilfe. Dann aufs Sofa. Und dann auf die Kiste. Mit dem Sound voll fies. Ey, was sollte das denn? Das ist ja fies. Das war so ein bisschen sein Albtraum, oder? Also, das war ja die erste Szene eben in dem DLC, dass er von so einer Hand gegriffen und runtergezogen wurde. Der Arme. Vielleicht doch größer als ein Barsch. Okay. Ich springe trotzdem hier vorne rein. Das war, glaube ich, gut. Aber das mit der Kiste ist ja so gemein. Ich traue mich gar nicht, das weiter zu schwimmen. Da wieder drauf. Und dann direkt hier drauf. Nein, 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 nein. Ah, das ist fies. Wie soll ich den denn abhängen? Gehst du hoch? Oh Gott. Ich muss, glaube ich, mehr abspringen, aber. Weiß er jetzt, wo ich bin? Schubst du mich hier auch runter? Komm, schwimm, 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 schneller, 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 schneller. Bah, Dreckskerl. Zum Glück war ich schon oben. Noch nicht zu Ende. Komm schon, komm schon, komm schon. Komme ich da eigentlich hoch? Nee, dann komme ich nicht hoch. Ich wollte an die Flasche ran, aber das wird also mit dem verfolgt werden, wenn ich es nicht hinkriege. Gibt es eigentlich überhaupt Leute, die zufrieden vom Friseur kommen? Ich höre immer wieder so Geschichten von wegen, du auch gerade schreibst. Bin ja eigentlich nie zufrieden und so wie jetzt nur kürzer nehmen die Friseure nur als Anregung. Ich war selbst schon ewig nicht mehr beim Friseur. Ich lasse es immer selbst schneiden. Früher von meiner Mutter, mittlerweile tatsächlich von meinem Freund. Der das schafft, es einfach nur gerade zu schneiden und mehr brauche ich momentan noch nicht. Ich meine, wenn man generell nicht zufrieden ist, sollte man vielleicht einfach mal den Friseur wechseln. So eine Idee. Dir schneidet deine Tante die Haare. Ja, finde ich super, wenn man so jemand hat, der das kann so ein bisschen. Oder wenn er es gut kann, noch besser. hat man erstens viel Geld gespart und zweitens wahrscheinlich auch Stress. Ach Mann, Mann, ich komme nicht hoch. Ich kann doch nicht, während ich im Wasser bin, noch irgendwie Gegenstände jetzt an diese Vorsprünge ziehen, oder? Muss ich da rüberspringen? Ich finde das nicht gut hier.
Jetzt bin ich wieder nicht gescheit abgesprungen. Ja, nee, okay. Nein, 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 er ist runtergefallen, er ist runtergefallen. Oh. Deswegen, wenn mein scheiß Gamepad kaputt ist und der dann von selbst läuft, fällt er halt runter. Ich bin zufrieden, einfach nur Kürze funktioniert gut. Du denkst, es ist verschwendete Zeit. Kommt drauf an, wenn dir lange Haare nicht stehen, ist es vielleicht nicht verschwendete Zeit. Hallo Azrael. Ach Mann, das ist ein Arsch. Man hat echt keine Sekunde Zeit, sich mal umzugucken und zu überlegen, was man als nächstes machen soll. Spiel, ey. Das ist ja echt hart. So fies war das Hauptspiel nicht. Kommt er wieder von da, na toll. Vielleicht muss man das echt stückchenweise machen, weil ich will das Spiel, dass man auf alles, was da rumschwimmt, im Wasser einmal draufklettert oder sowas. Also das heißt, ich werde jetzt einfach mal. Ich kann ja mal da runterspringen. Und dann. Auf die Kiste. Da. Oh, das sowieso. Vielleicht merkt er das dann gar nicht erst. Klappt bestimmt gut. Nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Ich hasse, dass mein Gamepad von selbst nicht bewegt. Schade, er hat das noch gemerkt. Aber die Kiste kann er, glaube ich, nicht umkippen. Okay. Und jetzt. Jetzt kommt er wieder von da, Mann. Und da kann er mich runterstoßen. Das ist ganz geil. Ich meine. Das ist so fies. Ach komm, ich war schon oben. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ich meine, ich kann gleich immer versuchen abzuspringen wieder, aber. Das Timing, dann. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den Sprung überhaupt rüber schaffe ans sichere Ufer. Das ist wie Hochfangen im Kindergarten, was für ein Ding? Ist denn hochfahren? Ah. Das. Mag das jemand für euch, von euch für mich machen? Wie lange sitze ich schon an dieser Stelle? Ich muss mich einmal ganz doll konzentrieren. Ich weiß es nicht. Wieder nicht gescheit abgesprungen. Arschloch. Fangen, und wenn man auf einer Erhöhung steht, darf man nicht gefangen werden. Ach so. Ich stehe auf einem spitzen Stein. Ich darf nicht gefangen werden. Ich bin noch blöder und vor allem reaktionsärmer. Blöder bestimmt nicht. Deine Reaktion kann ich leider nicht testen. Okay, ich sehe ihn rechts. Ist er nach rechts geschwommen? Okay, Moment. Kann ich den irgendwie so ein bisschen beobachten vielleicht, ohne hier runterzufallen? Oh ja, hol dir mal einen Kaffee. Kann noch ein bisschen dauern.
Er ist jetzt rechts. Ja, trotzdem, also ich habe ihn nach rechts schon gesehen, trotzdem kommt er jetzt von links. Ja, also ich probiere jetzt doch nochmal nach hinten zu schwimmen direkt. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Das ist ein etwas mit langen Armen. Keine Ahnung. Die sehen ja alle hier sehr merkwürdig aus. Ich springe jetzt darüber wieder. Dann ist halt die Frage. Und da. Okay, da komme ich schon mal hin. Das ist gut. Dann haben wir wenigstens Secret oder wie auch immer. Achievement. Ein paar Arsch sieht man doch. So, kann ich jetzt die Flasche nach ihm werfen? Ich wollte es eigentlich ins Wasser werfen. Ich ging die Wand. Ja, ein Barsch mit Armen. Nee, der hat sogar einen Zopf, habt ihr es gesehen? Der hat einen Körper und einen Zopf und alles Haare. Und ich dachte erst, das wäre nur so ein... Ich weiß nicht. Nur wie so ein Oberkörper mit Armen. Aber ich glaube, der hat echt... Der ist wie diese anderen Menschen, oder Menschen in Anführungsstrichen, die hier rumlaufen. Okay, also das Rüberspringen hat geklappt und so müsste ich es halt jetzt rechts unten auf der Seite auch machen können. Ist nur die Frage des Timings. Oh Gott sei Dank. Kann ich bitte hier so einen Speicherpunkt haben irgendwo? Doch sehr auffällig ein Rad da oben. Nein. Kann so ein bisschen weiter nach rechts klettern. Oh oh, da zieht was von der anderen Seite. Okay. Muss ich das jetzt ganz hoch drehen oder. Oh, da guckt noch ein Arm raus, geil. Und so habe ich das jetzt gemacht. Ich stelle mir vor, ich muss da dran springen. Ich muss mich aber nicht am Arm festhalten, oder? Aber das ist doch eigentlich die einzige Möglichkeit, wie der sich festhalten kann. Ich muss mich am Arm festhalten und dann am Haken, würde ich jetzt mal meinen. Oh Gott. B. Besonders A. Armes R. Radioaktives S. Seelenlos C. Cleveres H. Höhlenvieh. Barsch. Wie würdest du dich vom Aussehen und Charakter selbst beschreiben? Siehe oben. Besonders armes, radioaktives, seelenlos, Cleveres Höhlenvieh. Oh Gott, das ist eine schwere Frage. Kann ich erst. Ich versuche erstmal hier diesen Sprung zu machen. Dann kann ich da vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Toll, ging ja gut. Kommt wieder die krapsche Hand. Du kannst dich am Seil festhalten. Das heißt, ich müsste eigentlich das ein bisschen runter machen, oder? Wieder. Also ich habe das Gefühl, das hängt zu hoch. Also Charakter beschreiben finde ich immer so ein bisschen am schwierigsten, weil meistens können einen andere vielleicht besser beschreiben, als man sich selbst beschreibt. Vom Aussehen her ist auch nicht so leicht. Na, hätte sich jetzt wieder fest.
So, vielleicht darf ich das einfach nicht ganz so weit hoch machen, dann komme ich doch bestimmt besser dran. Oder ein Freund, lass ihn beschreiben. Nee, besser nicht. Wir sind schon zu lange zusammen. Das könnte nicht gut ausgehen, was wir da beschreiben. Ah, sehr gut. Kann ich da jetzt wieder schaukeln? Ja. Hui. Eh. Da friss Fisch. Aber, na, rechts haben wir jetzt wieder einen Haken. Der frisst wirklich Fisch. Muss das stinken, ey. Wie komme ich denn jetzt an den Haken da oben? Das ist, das verstehe ich jetzt noch nicht. Oder muss ich gar nicht daran, sondern kann da hochklettern? Da, wo der Fisch herkommt. Barsch für Barsch. Das ist dann ein Kannibalenbarsch. Aber dein Aussehen müsst ihr doch beschreiben können. 1,62 groß, 62 Kilo, braune Haare, die momentan ungefähr knapp auf die Schultern gehen. Braune Augen, Brille, Hasenzähne. Reicht das? Wenn der Freund was Falsches sagt, bekommt er Ärger. Ja, genau. Also ich kann den jetzt ablenken mit dem Fisch. Das ist ja schon mal gut, aber was hilft mir das denn, um an die Haken zu kommen? Oder muss ich den Fisch an den Haken werfen? So weit kann er ja gar nicht werfen. Ja, genau, so von wegen Fischrest an Haken, ne? Aber habe ich auch erst kurz gedacht, aber würde mir das was bringen? Also bis zum Haken rechts kann er es auf jeden Fall. Der kann es weder links und rechts noch an den Haken hängen. Das schafft er nicht. Dein Kleidungsstil. Bequem. Ich trage also mittlerweile nicht mehr ganz so viel, aber früher auf jeden Fall. Und eigentlich immer noch gerne Kapuzenpullis. Wobei ich mir so diesen Winter noch ein paar schöne Nicht-Kapuzenpullis auch mal wieder gekauft habe, die ein bisschen eleganter aussehen, sage ich jetzt mal, wenn man halt irgendwie mal einen Termin hat und so. Oder arbeiten gehen muss oder ein Vorstellungsgespräch hat und so ein Kram. Wobei, die sind auch so tragbar, gut. Aber ich dachte, man kann vielleicht nicht immer mit Kapuzenpullis rumrennen. Deswegen habe ich mir mal noch ein paar andere bestellt. Trag gern Röcke. Mit Leggings drunter. Aber schön, dass wir jetzt meinen Kleidungsstil besprechen, während ich hier einfach nur im Kreis laufe mit dem Fisch. Timo, gib mir mal einen Tipp, was ich machen muss. Ja, schalte doch meinen Schminktipp und Styling-Kanal ein. Abonnieren, favorisieren. Kommentieren. Dort stinkt's auch bestimmt nicht nach Fisch. Das Leben ist besser mit Kapuzenpullis. Ja, auf jeden Fall auch bequemer. Ach, ich liebe Kapuzenpullis. Momentan trage ich auch einen. Mit einem schwarzen Rock und schwarzen Leggings. Das willst du nicht, was? Ich springe jetzt mit Fisch da rein. Ich wollte eigentlich mit Fisch rein. Wieso geht dann zu mir, aber nicht zu dem Fisch? Ah, ich sehe gerade, also rechts können wir auch so einfach hin. Wieso habe ich gedacht, ich muss an den Haken? Das war voll verwirrend. Ich muss den nur ablenken und einfach rüberschwimmen. Okay, ich brauche doch keinen Tipp. Alles gut, danke. Kauft mein scheiß Klopapiergeld, Hashtag. Ja. Och nö, jetzt muss ich das nochmal machen.
dass ich das Spiel aber mag, ja. Nein, das war wieder zu. Ich glaube, ich habe Glück und schaff's noch da hoch. Mir ist einfach nicht hochgeklettert. Ja, gut. Ich hätte es hochschaffen können. Wäre ich nicht so blöd, mit einem Gamepad das zu steuern. Ich finde das nur gerade gut. Generell trage ich nicht mehr so viel. Was? Kapuzenpullis. Bitte den Satz zu Ende schreiben. Und sagen. Und denken. Und sprechen. Nee, ich habe eigentlich überlegt, ich trage doch noch ziemlich viele. Bis auf die zwei anderen Pullis, die ich habe. Nee, es sind glaube ich mehr als zwei, aber. So. Sieht doch nach einer Höhe aus, die machbar ist. Ich wollte jetzt nicht, dass du so hochkletterst. Nein. Ey, dieses Gamepad, das ist aber auch ein bisschen, weil das kaputt ist. Manchmal ist es so bescheuert. Das richtig auszurichten. Hast du eine bunte, einfarbige Brille? Das ist so ein Rotton, einfarbig. Nur oben Rand, nicht unten. Ist aber sau alt, die Brille. Ich mag die eigentlich auch gar nicht mehr so. Aber ich bin zu faul, zum Optiker zu gehen. So, wenn er das jetzt... Der schwimmt dahin. Gut. Und jetzt ganz schnell rüber. Komm schon, komm schon, komm, 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 komm. Ist erstaunlich, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ist eigentlich ziemlich simpel. Da liegt schon wieder der erste Schuh. Und ich höre eine Ratte. Na, wenigstens bin ich nicht am Haken vorbeigesprungen, so wie Timo. Meine Mutter schenkt mir zu jeder Gelegenheit Kaschmir-Pullover, die ich nie trage. Ich das mal, ja, es gibt so Mütter noch, ne, die sowas machen. Hallo Nightingfire. Ja genau, das ist sehr ähnlich zu Inside und Limbo. Und das ist jetzt auch nicht das Hauptspiel, sondern das DLC zu Little Nightmares. Jetzt bin ich wieder über so einer Tür, wo ich eigentlich gar nicht hochkomme. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Moment. Hahaha, okay. Rennen. Oh, also Rennen, Springen und das mit dem... Oh, mit X und A. Rennen, Springen und Festhalten dann hinterher noch. Und rechten Drücker gedrückt halten. Ich bin ja so ein Gamepad-Legastheniker. Ich kann das noch nicht. Okay. Rennen. Nein, du sollst rennen. Oh. Soll ich denn auf diesem schmalen Ding rennen? Das kann jetzt nur 10 Jahre dauern, bis ich das geschafft habe, da hochzurennen. Ich glaube, ich muss erstmal normal versuchen, hochzulaufen. Oh. Oh, zum Glück. Nein, nicht schon wieder Wasser. Weh, ich muss das nochmal machen. Ein Stuhl, ein Stuhl. Ich gehe auf den Stuhl. Ich mag ja bei Männern Rollkragenpullis, wenn die eng anliegen und die Männer ein paar Muskeln haben. Wer mag das nicht? Kommt drauf an, wie viele Muskeln das sind. Ich mag nicht so viele Muskeln. Ich mag ich nicht. Spam.
Ich habe so einen Pulli mit mega großem Rollkragen, finde ich bequem. Ja, das glaube ich. Ich habe das Problem, dass mir bei mir Pullis sehr schnell kratzen. Das heißt, wenn ein Rollkragen, dann muss dann super weich sein, damit ich das tragen kann. Oh ja, geil, wieder reingefallen ins Wasser. Aber wenigstens werden wir hier nicht angekrapscht. Na gut, ich gehe an den Hebel da. Das ist ja das, was ich wohl tun soll. Oh. Kommt mal eben mein ganzes Zimmer zum Vorschein. Ich kann die Verachtung, die ich gegenüber Rollkragen habe, gar nicht in Worte fassen. Echt? Nein. Oh wow, ich habe es überlebt, weil ich auf dem Sessel gelandet bin. Okay, wir brauchen wieder einen Schlüssel, wie ich das hier sehe. Da, Schloss. Momentan besitze ich gar keinen Rollkragen. Aber es liegt wirklich daran, dass ich halt echt das Problem habe, dass wenn der Stoff nur so ein bisschen kratzig ist, drehe ich durch. So, ich muss an den Pott da oben. Die Seile, da laufe ich einfach durch, interessanterweise. Der bewegt sich, da ist irgendjemand drin. Ach so, der Stuhl. Was mache ich denn? Ich bin ja blöd. Ja, er kann es jetzt nicht darüber schieben. Klar doch. Das irgendwie, ja. Na toll. Ich habe gehofft, dass da irgendwas Angenehmeres drin ist noch. Außer dem Schlüssel. Habe ich nochmal so ein kleines Männchen wie aus dem Hauptspiel. Aber nö. Ich warte jetzt, bis das Ding weggekrochen ist. Lass mal wegkriechen. Ja, vielleicht musst du mir deinen Kaschmir-Pullover schicken. Nein, bitte nicht. Der einzige Nachteil ist, wenn die alle nun in die Hose stopfen müssen. Teilweise kommt darauf an, was ein Mann für eine Figur hat, finde ich Hemd in der Hose sogar sehr gut. Wenn man aber ein bisschen Bäuchlein hat, sollte er vielleicht eher über der Hose. Willkommen bei Elo Fashion. Eloquent im Alltag gekleidet. Na toll, ich muss wohl einfach runterspringen. Ich sehe es kommen. Es geht nicht anders. Okay. Und jetzt ganz schnell da rein, bitte. Und dem jetzt entgegenwerfen. Da, nimm den blöden Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Also bei den Kollegen, die etwas mehr Hüfte haben, sieht das nicht so toll aus. Ja, genau eben. Wenn du sehr schlank bist, kannst du das ganz gut machen, finde ich. Ja, andererseits. Will ich das überhaupt? Das ist Strom, das ist nicht gut. Das zischt so. Aber ich muss das so ins Wasser ziehen. Ich ziehe das mal besser ins Wasser. Das scheint mir sinnvoller. Weil Strom. Aber der Strom sollte jetzt nicht mehr im Wasser sein. Das hat ja gut geklappt. Strom und Wasser, was soll da schief gehen? Eben. Deswegen brauchen wir das Ding noch. So.
Was habt ihr denn gegen kariert? Kommt auf die drauf an, wie kariert. Ist das hier die Partnervermittlung? Nee, wir geben nur Tipps für Männer. Wieso brauche ich zwei davon? Ich meine, ich komme so oder so da nicht hoch, oder? Da muss ich die. Ich kann die ja nicht aufeinander stellen, so kräftig ist der Kleine ja nicht. Ich verstehe nicht ganz, was ich jetzt gemacht habe. Ach so, doch, ich verstehe, was ich gemacht habe. Moment. Oh nein. Okay, wie machen wir das denn? Wahrscheinlich von da aus. Das ist der kürzeste Abschnitt zwischen den beiden. Also hier so hin. Bisschen nach hinten noch. Ja, und ein Stückchen rumschieben. Komm, schaffst du, schaffst du. Noch ein Stück. So, und dann. Das Ding ja noch hin. Das müsste doch eigentlich reichen, hoffe ich doch. Ich bisschen noch. Nein, bisschen nach vorne. Ich möchte das bitte ganz gerade. Sonst kann ich nicht springen. Ich bin so blöd zum Springen. So. Perfekt. Tote Ratte, ekelig. Schön, dass wir mal drüber laufen. Habt ihr ihn jetzt gesehen? Man hat sein Gesicht gesehen. Es ist ein alter Opa im Wasser. Wieso ist denn ein Opa im Wasser? Warum? Wer hat denn den Opa da reingelassen? Da reingeschmissen? Der wollte eigentlich ins Thermalbad und irgendwer hat ihn hier ins Schiff geworfen. Der wird ja immer gemeiner. Ananasbombe, streich einfach mal das B in dem Wort. Dann stimme ich dir zu. Toll, jetzt bin ich wahrscheinlich direkt auf ihn drauf gesprungen. Liegt da irgendwas? Ah, hier haben wir wieder Fisch. Es gibt Futter, aber wir haben nur einen Fisch. Immer aufpassen. Das ist eine Dose, das will ich nicht. Ich habe eine Chance, das richtig zu werfen. Dahin. Ja, hat sich umentschieden, hat sich umentschieden. Nein, 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 nein. Oh, oh Gott. Ich muss jetzt Timos Beitrag zu dunkelblauen Hemden lesen. Moment. Kombination mit meiner Uhr, meinen grauen Hosen, meinen Schuhen, meinen schwarzen Mantel. Sieht das ewig aus? Okay. Und jetzt? Ich habe da einen Koffer. Ich finde das fies, wenn der irgendwie sozusagen von der gegengesetzten Seite kommt. Weil dann hast du auch keine Chance, vor ihm wegzuschwimmen. Ah, zum Glück darf ich da anfangen. Okay. Das heißt, wir müssen doch irgendwie erst zu diesem Koffer. Oder Kissen oder was das ist. Und dann
Dann halt rüber. Ich das liebe, ey. Ja, komm halt hier rüber, Junge. Danke. Ach, das ist ein. Nein. Das ist ein Barhocker. Ist jetzt eigentlich alles unter Wasser, weil das Mädchen, das wir vorher gespielt haben, irgendwie was kaputt gemacht hat. Ich probiere es trotzdem nochmal so rum. Also auf den Barhocker. Und dann, bevor jetzt. Oh, Lampe! Oh, cool. Das war jetzt mein Zufall, dass ich da. Ich dachte, ich springe mal besser in die Richtung. Okay. Ja, schlimmer als der Boden ist Lava. Okay, jetzt komm, 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 ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell da hoch. Lauf, 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 lauf. Nein! Ach komm, das ist doch jetzt unfair. Ich hätte doch da nur rüberspringen müssen. Der ist mir zu intelligent. Ich finde das nicht gut. Wo sind die blöden KIs geblieben? Das war jetzt wieder in Ordnung hier. Und wir kommen auch direkt da auf die Kommode dann. Das finde ich gut. Aber das andere finde ich ziemlich. Nein, ich runterklettert. Nein, 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 nein. Ja, ich wollte springen. Ich bin gerannt statt gesprungen. Jetzt ist er doch eigentlich hinter mir. Mein Verständnis ist er hinter mir. So. Uah. Das geht auch endlos weiter. Das ist nicht geil. Das ist ein Boot. Alle Mann ins Rettungsboot. Frauen und Kinder zuerst. Ich bin ein Kind. Ich darf zuerst. Und jetzt? Da unten? Nein, er ist da unten. Ich will da nicht hin. Ich bleib hier. Nix da. Es kann gern jetzt eine andere Passage kommen. Ohne Wasser. Muss ich hier überhaupt hin? Scheinbar nicht. Hauptsache Klopapier. Und ich glaube, ein voller Nachttopf, dass das hier klappt. Muss ich gleich mal Klopapier reinwerfen. So. Wieso habe ich hier einen Koffer?
Ja, muss ich durch das Loch? Hätte ich den Koffer rüberziehen sollen? Moment, Moment, Moment. Da haben wir auch noch was. Ach so, das Wasser ist nicht tief genug. Ja. Gut mitgedacht. Das heißt, ich hole vielleicht erst das Ding. Ist das DLC eigentlich so lang, das Hauptspiel? Ja, drückst du das? Knöpfchen? Knöpfchen? Hä? Muss ich nur das Teil wiederfinden. Ah, da. Ah, so. Langsam verstehe ich, warum ich diesen Koffer brauche. Nein, Moment. Sehr gut. Toll, das will ich nicht haben. kannst du den noch ein bisschen schieben, meine Kopf? Jetzt am besten noch ein bisschen nach vorne. Ja. So. Das müsste reichen. Moment, Timo, blaues Hemd und graue Hose, also so wie der Junge hier. Wobei er ist eine blaue Hose an. Ist gerade aufgefallen, dass du schon bei Folge 116 bist. Ja. Das ist die normale Version von Enderal, ja. Ich meine, Enderal ist ja im Prinzip ein ja, DLC im weitesten Sinne. Der längste DLC der Welt. Nee, ich weiß auch nicht. Es ist ja, ja gut. Eigentlich ja, es soll ja schon ein eigenes Spiel sein und dadurch ist es halt auch toll geworfen. Entsprechend lang, ja. Das ist schon. Schon ordentlich. Wie, ich muss das jetzt auch noch timen, darüber zu kommen. Oh. Mein Handy verabschiedet sich, glaube ich, gerade. Natürlich muss ich das timen. Willst mich doch verarschen? Wie soll man das denn schaffen? Ich glaube, ich brauche gleich mal 2 Minuten Pause. Ich muss über den Koffer springen. Aber den kann er doch jetzt gar nicht mehr schieben, oder? Hä? Das schaffe ich doch nie. Ich brauche eine kurze Pause. Ich habe hier einen Schokoriegel, den ich jetzt essen werde. Akku ist schwach, ja, ich habe es gemerkt. Haben wir meinen Pausenstream. Pausenstream, genau. Ich gehe nirgendwo hin, ich werde wahrscheinlich nur meine Schokolade essen und euch ins Ohr schmatzen dabei. Willst du einen Tipp? Ich probiere es noch 2, 3 Mal und dann vielleicht. Erstmal Schokolade essen. Warte, ich mach das Mikro aus.
Ich nutze die Pause und gehe doch nochmal kurz wohin. Sonst muss ich gleich nochmal eine Pause machen. Das wäre ja auch blöd. Also bin in 2 Minuten wieder da. So, dann bin ich auch schon wieder und wir wechseln zum Spiel zurück. Heute Tag der Frauen in der Wissenschaft. War das nicht? Vor ein paar Tagen? Oder verwechsel ich das jetzt? So. Ich habe meinen Finger nicht am Gamepad. Ist toll, dass der Junge von selbst läuft. Yay. Ich liebe mein Gamepad. Ich überlege gerade, ob ich das Wasser nochmal runterlasse. Weil ich dann nämlich vielleicht den Koffer besser schieben kann. Kannst du ihn schieben? Er schiebt nicht mehr. Ich häng fest. Weil ich kann mir nur vorstellen, jetzt kann er ihn nur drücken, das ist blöd. Dass ich halt irgendwie auf das Ding drauf springen muss oder so. Um schnell rüber zu kommen. Nämlich keine Ahnung, wie es sonst geht. Kann heiter werden. Aber wenigstens können wir das in Ruhe machen und werden nicht begrapscht dabei. Ich müsste mir mal die Hand von dem anderen Typen ausleihen, dann könnte er den Hebel festhalten. Oh, vielleicht hätte ich die Kiste weiter hinten schieben sollen. Dann müsste ich jetzt nur noch geradeaus rennen. Ja, okay, können wir gerade vergessen. Ich versuch's mal nach hinten. Nein, nicht draufsteigen. Das Problem ist auch. Nee, irgendwie schiebt er das jetzt nicht mehr. Dass ich halt, ich drücke immer irgendwie springen statt rennen und so ein Kram. Macht die Sache ein bisschen schwieriger. Also nochmal. Aber ich befürchte, ich muss den Koffer tatsächlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Nein, ich bin tot angekommen auf der anderen Seite. Die Tür hat meinen Kopf erwischt. Das ist die Frage, hat das Spiel das gespeichert? Das ist nicht fair. Schieben, ja, steht in deinem Kopf, das ist gut. Ach so, oh, ich muss ja jetzt alles nochmal machen. Ach nö. Das heißt, erst das Ding holen. Wieso musste er sich denn in den Kopf da noch einquetschen in letzter Sekunde? Mann, oh. Jetzt muss ich auch erstmal das Wasser wieder runterlassen. Dann das Ding wieder drauflegen und rüberschieben und rumschieben und zurückschieben. Ups. Wo ist denn das Ding? Hab ich das denn hingeworfen? Sieht das jemand? Was ist denn hin? Ah, da. Nein. Was? Ist auch eine Dose. Beschiss. Ich finde es toll, dass da drei Dosen liegen, aber ich diesen Hebel dann nicht mehr finde. Oh, jetzt hier. Ah. Okay, dann einmal zurück. Wieder hinten dran laufen. So, und jetzt. Nein. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Koffer da wieder hinkriegen. Mit Köpfchen. Ich hoffe, das geht, wenn der so rumliegt. Da muss ich den jetzt noch mal drehen. Muss ich den nochmal drehen? Nicht drehen, glaube ich, lieber nochmal, wo ich alles nochmal machen muss. Ist gar nicht so einfach. Jetzt muss er wieder ein bisschen nach vorne. Nein, nach vorne. Okay, so ist gut. Stopp, stopp, stopp. Ja, okay. Das müsste gerade so reichen.
So, ich würde gerne speichern jetzt. Okay. Bitte Spiel, speicher. Nicht, dass ich jetzt wieder drauf gehe durch irgendwas. Nein, der Opa. Um seinen Sessel runter. Wir haben ihn aufgeweckt. Mich juckt's gerade. Ja, toll. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir in ein anderes Gebiet kommen würden mit weniger Wasser. Wirklich nicht. Das wäre echt nett. Ja, nee, ist klar. Was? Scheiße. Ich muss da ans Gitter, oder? Schaffe ich aber nicht mehr. Hauptsache Fernsehen. Weniger Wasser und mehr was? Bier? Dann würde der Opa vielleicht betrunken sein und so fest schlafen, dass er uns nicht bemerkt. Was habe ich denn jetzt davon, dass da das Licht an ist und hinten der Fernseher? Mag der Opa Fernseher? Natürlich. Natürlich. Der ist vielleicht gestört, der Typ. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Nein, 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 nein. Können wir uns da irgendwo festhalten? Ich dachte, wir müssen uns vielleicht am Kabel festhalten vom Fernseher. So, schwimme ich allerdings wieder genau auf ihn zu. Komm da nicht mehr hoch. Also ich muss zum Fernseher, aber dann weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Bestimmt Glücksrad. Weil es ist ja irgendwie auffällig, dass da das Kabel so lang umbaumelt rechts. Ah, muss ich vielleicht vom Fernseher auf diese Lampe? Und was ist links mit dem? Wieso machen wir das links eigentlich? Der Hebel, weiß ich noch nicht. Aber ich muss ihn wahrscheinlich machen, sonst wäre er nicht da. Ich glaube, er fasst es jetzt die Oma an, nicht der Opa. Irgendwie sah es anders aus. Kannst du mal da hochgehen? Oh Gott. Ich hatte das Gefühl, der Opa war nicht so knochig.
Okay, ich verstehe jetzt die Sache mit dem Fernseher. Ich weiß nur noch nicht, wo ich hin kann. Weil wo. Ich weiß nicht, ob ich ganz links hätte stehen können. Weil irgendwo muss ich ja hin, wenn das dann runterkracht. Ich darf ja nicht ins Wasser. Nein. Oh. Ja, mit der Musik passt das natürlich wunderschön. Hallo Tohei. Nein, nein. Oh, zweimal dasselbe. Klar, warum nicht? Die Kunst des Abspringens. Was ist das eigentlich für ein Illuminaten-Symbol auf dem Fernseher? Ach komm, hallo, ich drücke dauernd A und er springt nicht ab. Was soll das denn? Ich mag ja dieses Spiel und auch diese Art von Spielen, aber irgendwie habe ich meistens das Gefühl, es ist mehr nicht ich gegen die Rätsel, sondern ich gegen das Gamepad. Ich hätte es vielleicht doch mit Maus und Tastatur von Anfang an spielen sollen. Sag mal, ja, okay, egal. Ich weiß, glaube ich, den Fehler, den ich mache. Ich darf nicht zu sehr auf der Ecke stehen. Ecke, er kann nicht von Ecken springen. Ecken stehen ist einfach nicht. Und da abspringen kann er nicht. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt die Akro-Oma und nicht der Opa. Weiß auch nicht warum. Kann ich da hinten in die Ecke vielleicht irgendwie? Also das Gerüst vorne bleibt stehen. Ob man da wirklich auf diesem letzten kleinen Pfeiler links stehen bleiben muss? Das wäre echt heftig. Wenn jemand eine andere Lösung sieht, bitte gerne sagen. Bevor ich das jetzt noch 100 Mal machen muss. Ich teste gerade mal meine Theorie. Gerade den ersten Teil deines Little Nightmare Streams gesehen. Ja, wobei, das ist nicht der zweite Teil jetzt. Also wenn du dich nicht. Gut, du spoilerst dich jetzt hiermit nicht, weil es ein DLC ist. Aber es ist nicht der zweite Teil. Nur, falls du den schauen willst. Der ist ja aber auch auf YouTube und auf Twitch sollte auch noch da sein. Ich bin ein kräftiger Junge. Ah, nee, ist doch der Opa. Nein. Ich hab's nicht geschafft, aus dem Ding zu stehen. Ich bin ein kräftiger Junge. Nee, der Hinweis bringt mir jetzt irgendwie nichts. Kann man mit der Tür da noch irgendwas machen? Weil die ganze Plattform ist weg, dann. Oder ich müsste vorher ins Wasser springen. In der Hoffnung, dass der Typ mit seinem Zerstörungswut beschäftigt ist. Und wieder auf so ein Brett schwimmen. Das wäre vielleicht die Idee. Oder?
Den Fernseher bewegen. Ja, ist nur die Frage, wohin, weil ich will ja schon, dass der im Wasser landet. Der Opa soll ja gegrillt werden. Das Problem ist ja, wo gehe ich hin, damit ich nicht gegrillt werde. Oder meinst du, dass man gar nicht erst den Opa da hinschickt, sondern gleich den ins Wasser schiebt? Ach so. Das könnte natürlich auch sein. Ja gut, das können wir auch testen. Nee, er schiebt nicht. Oder? Doch, jetzt schiebt er. Oh Gott. Ja, da muss man sich voll beeilen. Okay. Aber es könnte tatsächlich sein. Cool, okay. Und es sickt ja auch so, dass ich da drauf kann. Hey. Sagte sie und sprang vorbei. Danke, es hat geklappt. Bitte, jetzt kein Wasser mehr. Für eine Weile wenigstens. Das wäre echt nice. Ich finde es witzig, wie er so die Taschenlampe hinhält, wo er dann lang möchte. Ich weiß, du willst da durch oder trotzdem erstmal da oben gucken. Ist da oben vielleicht noch eine Flasche? Okay, aber wenn es jetzt hier irgendwie weitergeht, will ich vielleicht doch erst rechts. Oh Gott, halt dich fest. Oh. Okay, Moment. Ich gucke nochmal unten rechts. Ich dachte, es geht vielleicht eher unten rechts weiter und deswegen bin ich erst hier hoch. Ich glaube, fast umgekehrt ist der Fall. Pff, unsichtbare Wand, klaro. Kannst du da? Ja, ich glaube, da ist noch. Genau, da ist noch eine Flasche. Gut. Also eine habe ich auf jeden Fall nicht bekommen, weil ich da nicht rankam. Das Springen sieht bei dir voll gefährlich aus. Ja, ist es auch. Voll der Sprungmeister in diesem Spiel, deswegen sieht das auch entsprechend gefährlich aus. Ich meine, jetzt geht es ja sehr weit nach oben. Da ist doch bestimmt kein Wasser mehr. Und der Opa ist ja jetzt auch futsch. Ah, toll, dafür sind. Na, geil. Dafür gibt es andere Krabbschreien. Gemein. Ich bin gerade so oben angekommen. Hey. So close. Game over oder was? Ich habe gerade ein Achievement rechts unten eingeblendet. So close. Ist es Game over? Oder tatsächlich das Ende des DLCs. Dass man im Prinzip keine Chance hat zu gewinnen. Nein, echt? Das ist ja fies. Also ich verstehe das Ende, weil der Junge hat versucht zu fliehen und ist dann aber eben gefangen worden, in den Käfig gesteckt worden. Und dann ist man genau an dem Punkt, wo man in dem Spiel auch im Hauptspiel dann ist. Man hat ja eben das Mädchen mit dem gelben Mantel gesehen, das links oben sitzt. Diese Szene gibt es ja auch im Hauptspiel. Und man wird halt jetzt gefressen oder was die einen ja mit den Kindern machen.
Ich frage mich nur echt, ob es da ein alternatives Ende gibt, aber wahrscheinlich nicht, weil ich meine, du kommst da oben raus und der krabbelt schon sofort die Hände nach einem. Wie gemein. Also im Prinzip ist das DLC ein komplettes Wasserlevel. Was okay ist für ein DLC. Das war jetzt nicht, nur nicht unbedingt mein Favorit. Ich wollte eigentlich in dieses, dann wurde zum Hauptmenü zu dieser Übersicht. Kapitelauswahl. Warum? Dieser sinnlose Ausbruchsversuch. Ja, weil anscheinend das nur halt das Mädchen schaffen soll, kann. Das habe ich noch nicht. Wie viel kostet das denn momentan? Ich kann mal gucken. 10 Euro. Ich meine, ich fand das nett, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal 10 Euro dafür ausgeben wollen würde momentan. Vielleicht ein anderen Mal. Aber gibt es mit ihm dann nochmal. Mit ihm gibt es nochmal ein zweites DLC? Wenn er doch da gefressen wird. Tja, auch komisch. Okay, das war's auf jeden Fall für Little Nightmares, das DLC, die Tiefen. Und die Tiefen bestanden hauptsächlich aus Wasser und einem Opa, der gerne nach einem krapscht. Und leider einem schlechten Ende. Für die Leute auf YouTube sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und für euch im Stream muss ich mal überlegen, ob es jetzt weitergeht.